Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir haben da ein bisschen was jetzt geändert. Das sind jetzt 30-Minuten-Folgen, die wahrscheinlich einmal pro Woche so kommen werden. Wir wissen noch nicht genau, auf welchem Channel, wahrscheinlich auf meinem. Und ja. Ja, und weiter geht's. Wir haben... Mit Spaß, Spannung und Action. Ich habe nur links ein bisschen Sand ausgehoben, während es nicht aufgenommen wurde, weil es wäre viel zu langweilig, wenn man es da und dann das Ganze abbaut und dann... Meh. Genau. Ja. Und weiter geht's, ja. Ich brauche jetzt einen Tisch. Jetzt machen wir mal etwas richtig Spannendes. Wir gehen jetzt mal in die Corruption. Oh. Kommst du? Ja, Moment, ich platziere noch schnell eine Rüstung für die Nachwelt. Dass sie weiß, dass das hier mein Haus war. Ich hab dir kleinen Klaus gegeben, damit du da auch irgendwo. Nein, ich wollte sie nicht. Okay, okay, perfekt. Ich bin bereit. Ich habe keine Rüstung. Ich auch nicht. Okay. YOLO. Ich habe aber einen Charakter. Mit dem habe ich kürzer gespielt als mit dem. Und der hat schon Rüstung. Natürlich. Wir hätten uns hier Zeitrüstung bauen können aus Holz. Oh. Was? Oh nein. Gehen wir doch zurück. YOLO. Okay, das hier ist so ein Event, da gibt's Events. Und da spawnen jetzt ganz. Also, es kommt eine Armee von Goblins in unser Dorf. Wie kann man das beschreiben? Blutmond ist anders. Echt? Ah. Blutmond ist einfach. Ah, stimmt, Blutmond, das ist einfach nur mehr Zombies, Monster spawnen. Oder? Ja, und manche und spezielle, wie die genau hier. Und dann gibt's noch ein anderes Event, zum Beispiel die Goblin-Armee. Das kommt dann eine Goblin-Armee und in unser Dorf. Aber hier kommen einfach generell ganz viele Monster, nicht nur Monster. Ah, hier ist ein Sternkönig. Ja. Du magst Magier werden, oder? Du auch, oder? Nein, du bist Magier. Bitte sehr. Hier ist der Stern. Ja, warte, ich bin gerade etwas in Stress. Okay, hast du einen Gold aufgesammelt? Was? Du bist tot? Hast. Ja. Das wird bei mir noch nicht angezeigt. Bei mir wird dann gesagt, dass du 25 Leben hast. Laggy Service Laggy. Jetzt. Sind zu viele. Okay, ich glaube, wir sind noch nicht bereit. Es sind zu viele. Es gibt nämlich so eine YOLO-Taktik. Okay. Ich habe ein Gold getroppt. Nein. Ich muss es wiederholen. Nein, ich bin passt schon, ich kann es auch holen gehen. Gehst du schon, oder? Ja, komm bitte nach. Okay, perfekt. Ich bin das ist gerade ziemlich das schlechte Timing mit diesen Scheißbuben. Ja. Hatten wir Pech. Ist nicht unsere Schuld. Ist die Schuld von allen anderen. Sicher witzig, das Eisbären unten zu erkunden. Okay. Überall böse Monster. Au. Okay, ich glaube, du bleibst daheim. Ich hol noch mal 8 Silber. Okay, ich baue das Haus weiter. Ich versuche einmal mit YOLO-mäßig halt die 1-2 Kristalle zu zerstören, wenn ich überhaupt lebend da ankomme. Okay. Ich brauche Türen, die kommen in mein Haus. Nein, lasst mich. Okay. Ich brauche jetzt einen Gold. Scheiße, ich sterbe jetzt sogar schon in meinem Haus. Ja, weil die macht die Türen auf im Blutmond. Ich hab nicht Goldtüren. Hast nicht irgendwie Schurken zu irgendwas? Nee. Ich glaub nicht. Oh, wo war Shurikens? Kann sein. Doch. 25. Ja. Die sind aber nicht so stark. Ja, die piercen die Gegner bitte. Keine Ahnung. Ich wollte dir ja den Mana-Kristall geben. Echt? Ah, danke. Oh, Magie! Yay. Ich bin schwarz. Okay. Hey, ja, ich habe ja Kaktus bekommen. Das machen wir was Cooles. Okay.
Was? Ich hab hier was. Das? Bitte. Kaktusrüstung! Bringt die was? Ja. Jetzt schaue ich richtig lustig aus. Mit Climbing Claws. Bom, der Terminator! Kannst du vielleicht Türen bauen? Ja, ich bin dabei. Moment. Türen. Ich habe 5 Türen. Da gehen sie nicht aus. 5? Ja. Okay. Oh, die machen die Türen auf. Verpiss euch, mein Haus, der Einbrecher! Wir sind gemein. Schweine. Ich fühle mich vergewaltigt. In Terraria. Schau, wie viel Leben ich habe. 31,3. War zu erwarten. Achso, wollen wir mal aus Glas ausbauen? Oh nee, ich hab meine Tür abgebaut. Wann ist dieser Blutmond natürlich vorbei? Wenn die Nacht vorbei ist. Es dämmert schon, oder? Ja. Wie die überall sind! Die dummen Wichser! Da ist ein Zwerg oder so, der schaut fast menschlich aus. Okay. Er ist aber nicht menschlich. Zombie wahrscheinlich. Nein! Den habe ich mit unserem Ding verwechselt, mit unserem Guide. Es gibt Zaubers. Okay, ich werde. Ich wollte euch gar nicht Zaubers geben. Der Guide war's. Mann, wie die Teamen. EZ get wrecked. Ich habe hier eine kleine Überraschung, wenn ich dauernd diese kleinen. Team machst werden. Jetzt aber, ich sammle mein Geld ein und. Rache! Kommen von überall. Schon wieder noch 20 Leben. Ich spawne tot! Ich spawne tot! Ach, das ist schlimm. Ich glaube, ich habe es geschafft. Okay. Ah ja, ich stehe beim Turm und warte. Nee. Das ist schlimm. Aua, jetzt. Puh. Diese fliegenden Augen sind nämlich stärker im Blut. Ja. Aber so viele Viecher. Ich muss mein Haus dann upgraden, dass sie nicht mehr so viel tun können. Wie zum Beispiel so runterbauen, dass man zu den Türen nicht mehr hin kann. Ja. Und dann soll der nächste Blutmond kommen. Vorbereitet. Ja, dann machen wir du alles. Du hast sogar eine Kaktusrüstung, ich habe nichts von dir wissen. Ja, aber ich bin ein Noob in dem Spiel. Du bist ein Pro. Pro kann man auch nicht sagen. Du hattest dieses. Es gibt Leute, die haben. Die schaffen Skeletron bei der ersten Nacht, also. Schon, aber das sind Ultra-Pros. Mich regt das auf! Nächstes Spawn ich dir. Ja, ich hoffe, das ist auch bald vorbei.
Schaut dämmerisch aus. Schau, es wird schon heller. Sterr. Mensch, das Verderben. Ja, ich krieg ein Tor, meine Tore. Jetzt bin ich im PvP-Modus. Unser Guide wird gleich sterben. Oh ja, es ist aus. Nice, er hat's überlebt. Ist ein harter Hund, der Guide. Hat auch damals in der ESL gewonnen. Ist nämlich jeder, den ich kenne, hat eigentlich in der ESL gewonnen. Okay. Alle Platz 1? Ja. Ja, alle Beste bis jetzt. Wie viele Blöcke müssen unter der Tür weg sein, damit kein Zombie rein kann? Oder halt vor der Tür? Zwei. Okay. Hier ist noch ein Zombie. Down. Noob. EZ. Keine Ahnung, ob das dumm ausschaut oder so, aber. Moment, ich komm gleich. Mal, was baut. Ich schau gleich. Ich muss noch ganz kurz hier einen Boden machen, weil sonst fallen wir hier rein. Oh, ich hab noch drei graue Ziegel. Ich glaube, das schaut dumm aus. Moment. Was ist das? Leuchtblöcke. Okay. Naja, geht, aber ist halt die Frage. Schaut ein bisschen aus wie zwei Hasen. Ja, das sind jetzt zwei Hasen drin. Nice, wir haben pinke Hasen auf unserem Hauptquartier. Unser Guide wirkt depressiv. Oh. Genau wie meine Katze. Wie lange haben wir schon aufgenommen jetzt in der zweiten Aufnahmephase? In der zweiten Aufnahmephase 12 Minuten. Okay. Achso, brauchst du Glas? Oh, wie kann man Fenster machen? Ich brauche erst einen Hintergrund, ist mir gerade. Ich gehe mal ganz kurz Stein farmen, okay? Nein, gerade einfach weiter runter. Wie, wo weiter runter? Bei unserem Loch. Okay. Gleich, warte kurz auf mich. Ich habe nur kurz etwas. Ich habe was richtig Cooles für dich. Okay. Thomas Lindner ruft an. Soll ich ihn hinzufügen? Nein. Okay. 250 Glasblöcke. Nice. Kann ich die dann einfach in den Hintergrund platzieren? Die kannst du im Hintergrund machen. Okay, nice. Das ist nicht so wie in Minecraft, dass die Glasblöcke kaputt gehen. Komm. Schau, du musst dich halt immer an der Wand festhalten. Geh mal kurz an die Wand. Nein, direkt an die Wand. Du musst an der Wand wirklich runtersliden. Okay. Das hat ja gerade gut funktioniert. Du hast die Climbing Claws ausgerüstet? Ja. An meinen Händen. Schau, du musst an der Wand wirklich runtersliden. Du slide an der Wand. Geh nach ganz links. Schau, jetzt. Du slide an der Wand. Mhm. Das geht, dann kriegst du gar keinen Fallschaden, wenn du immer an der Wand slidest. Dann schau. Du musst hier so runterrutschen. Genau so, an der Wand runter. Nein! Warte mal, theoretisch kann ich auch einfach durchfallen. Ja, kannst du. Warum hast du... Okay, jetzt falle ich aber einfach durch. Ich trau mich das. Nein, du brauchst dich nicht. Das. Okay, ich baue jetzt weg. Jetzt kannst du runterfallen. Okay, perfekt. Nice. Viel Spaß beim Trinken. Und das ist ein Tyrannius. Ja. Keine Luft, weißt du das? Doch. Ist da Luft? Ja. Nein. Na, aber vorher waren da gerade. Hast du was abgebaut? Ich glaube. Ich habe eine Tiefenmeter bekommen. Okay. Was ist das? Jetzt sehen wir beide, wie tief wir sind. Ah, siehst du eigentlich auch, wie viel Enemies nearby sind? Ja. Auch wegen meinem Radar, oder? Ja, nur wegen deinem. Okay. Nitzer, Nitzer. Okay.
kam man da wieder weiter runter. Okay. Ich höre komische Geräusche. Ist es Batman? Leider haben wir zu wenig Häuser, damit man wirklich. Sonst können wir. Dafür haben wir schöne Häuser, ja. Wir müssten erstmal Häuser machen, wenn man ein Bett und auch was und alles. Nein, kein Bett, das rede ich, ein Tisch und ein Stuhl. Oh, Luft vielleicht auch, ja, ganz gut. Aber die Rüstung schaut richtig cool aus. Ist die stark oder schwach? Ist irgendwie stärker wie die Holzrüstung. Ah, das ist Gold schon. Ah. Da komme ich jetzt. Du hast noch Holzplanken, also Holz. Aha. Okay, warte. Ich habe aber nicht mehr viele, ist mir aufgefallen. Ja, okay, dann mach mal Rogue Culture. Was? Hier kann man hochklettern. Oh. Huhuhu. Gold schaut aus wie Kupfer. Kupfer schaut aus wie Gold. Ah, okay. Nein. In Terraria bin ich schlecht. Aber in Bad Wars habe ich eine KD von über 2,5. Mist, ich habe gerade eine Pilz gegessen. 15 Heilung. Und Pilz-Cooldown. Und ist es dann Heilungs-Cooldown oder nur Pilz-Heilungs-Cooldown? Nein, komplett Heilungs-Cooldown. Okay. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr rauf. Wirst du eigentlich bis zu deinen Osterferien wieder in die Schule gehen oder noch nicht? Nein. Okay. Ich habe so Lungenprobleme. Bei uns hat einer richtige Lungenprobleme, der muss andauernd operiert werden, weil weil dauernd solche Bläschen platzen, solche Lungenbläschen. Aua. Ja. Ist nicht so toll, nein. Aber im Krankenhaus hat er Morphium bekommen. Morphium? Zum Betäuben. Ja, zum Betäuben. So, ja. Er fand's, glaube ich, nicht schlimm. Was sind das für Blöcke? Slack. Ah! Okay, viel Spaß im Sterben. Es ist die ganze Zeit nichts passiert, ich habe mich da reingebaut. Ich habe den Server geknackt. Schau, wie knapp! Ah, da ist eine Falle, glaube ich, oben. Ah, nein, eine Bombe. Ich glaube, du hast sie einfach über dir mit Sludge beschüttet. Ja, aber da ist, glaube ich, trotzdem eine Bombe. Ja, die habe ich aufgesammelt. Ach so, okay. Wenn wir mal beide ein bisschen gute Rüstung haben, können wir mal nochmal... Okay, da ist, glaube ich, geht's nicht. ich kann ja wieder sliden. Okay, jetzt kommen wir da runter. Okay, ich glaube, wir machen das jetzt so. Ich port mich kurz hoch. Schau, jetzt gehen wir gemeinsam zum neuen Gebiet. Okay. Schaut so witzig aus. Drück Quickstack. Wie, was war das nochmal? Du bist außerhalb des Menüs, gell? Ja. Drück Escape. Ja. Dann da gibt's Mülltonne unten. Ja. Und rechts daneben steht Quickstack. Wo war nochmal die Mülltonne? Ah, da, ja. Ah, ja, Quickstack. Hab. Okay, jetzt, wow, wir haben ziemlich viel Gold. Habe ich die Items jetzt hier aufgesammelt? Nein, die sind jetzt in der Kiste gleich. Ich mache uns mal kurz goldenes Zeug. Okay. Gold. Ich muss mal Sachen in meine Kisten tun. Aua, aui, aua, au. Das war knapp. Aber Kaktusrüstung schaut richtig cool aus mit den grünen Augen. Ja. Wir hatten so Pech mit dem Blutmond. Ja. Okay, aber ist ja nichts passiert. Du musst mich verteidigen. Du hast die Rüstung. Wann muss ich dich. Du weißt, wie scheiße ich in Terraria bin. Komm. Warte, ich leg noch ein paar Items weg. Das sind Scamper-Kisten. Ja. Wann machst du eigentlich die Häuser bewohnbar? Ja, also. Soll ich mehrere Räume bewohnbar machen oder nur einen? Mehrere. Okay. Weil wir brauchen wieder extra Leute. Sie brauchen wieder Leute.
Wir haben jetzt nur Platz für eine einzige Person. Wir können die ja dann umziehen lassen, theoretisch. Natürlich. Und dann gibt's ja noch solche Schuhe, die auch recht nice sind, mit denen man so schnell ist. Ja, die sind richtig cool, aber wir haben jetzt nur eine einzige goldene Truhe gefunden. Hm. Oh, ist der Kacke leckt. Ja. Leckst du wirklich sonst nicht? Sonst nie, ne? Ist eh besser für mich, wenn, also für die Zuschauer, wenn die Aufnahme nicht so leckt. Ja. Gehen wir jetzt ins rote Biom? Ja. Oh. Zum Boss? Noch nicht. Wir können zwar versuchen, aber wir werden es so sicher verkacken. Also, ja, aber lieber nicht. Ja. Wie lange ist die Aufnahme schon? 21 Minuten. Ich hab 3 Gold im Inventar, also das ist ziemlich. Riskant. Schöner Übergang, aber dass zuerst dieses schöne Winterbiom ist, dann schon dieses kahle Winterbiom und dann der Tod. Oh. Das ist direkt der Eingang. Kommst du nicht hoch? Doch, ich wollte Wasser runterlassen. Okay. Kann man die Blöcke abbauen? Nein. Wurdest du gerade zurückgebackt? Das war ein Lag. Oh, hier ist mal. Warte mal, warte, Aufpassen gleich hier. Okay. Heilfeuer vielleicht. Ah, Spinne weg, da hab ich noch. Okay. Gleich. Nicht runtergehen. Schieß Ropes hoch. Wie macht man das? Ups, war verkackt. War ich das? Nein, so ich. Okay, komm. Ich habe aber noch nicht volle Leben. Sollten wir nicht vielleicht erst regenerieren? Ja. Warum sind die Vögel reicht. Richtig laut? Okay. Reicht. Warum sind die Vögel richtig laut? Okay. Die Singvögel. Ich glaube, man hört sie in der Aufnahme nicht. Gerade war schon wieder ein Leck, das ganze kurz das Licht weg war. Oh oh, Moment mal, das sind Tiere. Töte es, bevor es einliegt. War es eine gute Idee, hierher zu kommen? Wir sind eigentlich noch viel zu schwach dafür. Ah, wir sind jedes Mal viel zu schwach, wenn wir gegen was kämpfen. Wie machen wir das jetzt? Verteidigt kurz für mich. Zum Glück haben wir 2 Schwerter und darum. Ah! Mit dem Rückstoß besser. Ganz weniger gut treffen, wenn wir 2 Schwerter haben. Hallo? 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 Achso, ich hab schon gedacht, du Tonspur verloren. Ah nein, alles perfekt. Habe ich auch vorher noch getestet. Die Tonspur in der ersten Aufnahme war perfekt. Nein! Eine Ranke! Mach sie nicht festhalten an den Weg. Lass nicht festhalten. Verlierst du jetzt Gold? Wegen mir? Ich versuche noch einmal einen Stein zu sprengen. Soll ich kommen? Ich habe mich selbst gesprengt. Ist das Gold noch da? Fuck. Ich habe alles Gold behalten. What the fuck? Okay. Nice. Okay, ich leg's jetzt ab. Das war jetzt gerade so schlecht von mir. Ich hab mich selbst mit der Bombe gesprengt. Von mir war das voll gut. Ich bin da runtergehüpft und gestorben. Okay, komm, geh mal. Nochmal, okay.
Ruhe, glaube ich. Einfach nur Ruhe. Das kleine Haus. Meine Katze ist schwer verletzt, Leute. Oh nein. An die Zuschauer. Sie hat euch lieb gehabt. Na, ich glaube, der Tiger ist eher nur frustriert, weil er verloren hat. Gegen wen? Weil wissen wir nicht, wir haben ihn nur gehört, wie er gerauft hat. Und dann ist er reingekommen und seitdem ist er frustriert und liegt nur noch herum und lässt sich nicht schleichen.